Ja, hallo zusammen. Da sind wir wieder zu unserer zweiten Rückeinheit. Der Christian ist auch wieder am Start und hochmotiviert. Ihr könnt natürlich diese ganzen Übungen, die wir machen, kombinieren. Also aus diesen ersten vier Einheiten einen Teil nehmen und kombinieren mit diesen Rückeneinheiten. Das ist euch überlassen. Es ist vielleicht ganz gut, vorher diese Aktivierungseinheiten zu machen und danach erst zum Rückentraining zu gehen. So, wir kommen jetzt zu den nächsten zwei Übungen, die der Christian lieberweise vormacht. Und wollen dann auch starten. So, wir starten wieder unsere Zeit. Christian beginnt in der Bankposition und streckt immer diagonal linker Arm, rechtes Bein, rechter Arm, linkes Bein. Hält die Position auch immer ein bisschen, das Bein schön hochnehmen. Versucht nicht rumzuwackeln, sondern stabil zu bleiben. Und dann hat er es schon geschafft. Dreht sich jetzt in die Rückenlage. Beine anstellen und der Beckenlift. Becken hochnehmen und linke, rechte Bein strecken. Auch hier immer ein bisschen halten. Sehr gut. Die letzten 5 Sekunden. Und Pause. Christian dreht wieder, geht wieder in die Bankposition. Und beginnt nochmal. Ja, macht das sehr gut. Ist relativ ruhig im Oberkörper, ist gut angespannt, ist gut. Man hat das auch schon wieder geschafft. Kommt zur letzten Einheit, geht nochmal auf den Rücken, stellt die Füße an und Beckenlift. Wenn es etwas schwieriger werden soll, könnt ihr die Füße auf die Ferse stellen. Muss man aber nicht. Geht auch so weit. Ist alles prima. So, das war's mit der zweiten Rückeneinheit. Damit sind wir hier in Koblenz fertig. Und geben dann mal die Fitnessbewegung weiter in den Hund zurück. Tschüss. Tschüss. Tschüss.